So, ihr Lieben, ich bin tatsächlich drin. Das ist schon echt krass. Das riecht so dermaßen nach Hund. Alles. Ich glaube, hier verstecke ich mich einfach, wenn er kommt. Kann aber nicht so niemanden sehen. Ich weiß nicht, ob man das eben gehört hat, aber das Fenster vibriert. Ihr müsst mal gucken, wie die Fenster hier zugewachsen sind. Das ist doch. Wie die Fenster zugewachsen sind, das ist doch Wahnsinn. Hier wächst es sogar schon rein. Das ist kein Witz, es wächst hier tatsächlich von draußen rein. Die Fenster sind verschlossen. Ui. Also das gehört halt irgendwie einem Geschwisterpaar. Und dann ganz zum Schluss hat hier, wie gesagt, der Sohn drin geschlafen, also gewohnt geschlafen. Man weiß halt nicht, wo der abgeblieben ist. Ach krass. Eine Geheimtür. Ich habe eine Geheimtür. Das ist echt. Das ist, ach, das haben die einfach mal. Das war eine Tür. Hier, ich weiß nicht, sieht man. Das haben die dann einfach. Haben die so eine Spanplatte vorgemacht und haben sie halt zugemacht dann, ja. Also zutapeziert. Also stinkt hier super, super stark nach Hund. Hier oben geht es eigentlich. Unten war das schlimmer, aber jetzt hatte ich gerade das Gefühl, ich hätte einen Hund hier in der Hand. Man spinnt sich auch ein bisschen was zurecht, wenn man alleine irgendwo unterwegs ist. Bin nicht so sicher, ob das hält, aber ich probiere das jetzt aus. Ich bin natürlich. Also ich habe schon Leuten, denen ich vertraue, gesagt, auch wo ich bin. Das ist gut. Naja, weil hier wirklich die Finanzbücher und also hier, selbst hier liegen jetzt auch noch wieder ganz viele Akten. Also ich habe ja eben gesagt, dass der letzte Besitzer praktisch der Sohn hier gelebt hat, dass der verschwunden ist. Hier sind noch so viele winklige Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Wie ich das, ich denn hier noch irgendwo finde. Ey, das ist ja meine Horrorvorstellung und dann wäre ich nämlich ganz schnell raus. Wenn hier schon so ein schöner Schrank steht, kann man auch mal reinschauen, was sich da drin findet. Und es sieht mal wieder hoch. Riecht auch stark nach Büchern halt einfach. Ich weiß nicht, kennt ihr das so richtig bibliotheksmäßig? Wenn ihr Präsidentschaftskandidat MacArthur, wenn ihr in der Bibliothek wart oder so. Und boah, das riecht echt stark nach. Wenn ihr in einer Bibliothek, das Günther die Heilige und ihr, na, glaube ich, kennt ihr das, wie das riecht? Das ist ja irgendwie cool. Immenfee. Also, Narrenspiegel. Also, falls jemand irgendwie noch Lesebedarf hat. Mozarts Reise nach Prag. Neben Müritzel? Müritz, keine Ahnung. Mozarts Reise nach Prag auf jeden Fall. Die sind doch wahnsinnig. Ich will mal gucken. Hier. 19. 1923. Das ist doch echt eine Schande, dass sowas hier einfach liegen gelassen wird. Warum hat man das denn nicht aus dem Wunderland? Warum? Och Mann, das regt mich schon wieder auf. Das finde ich schon echt mega schade. Gerade Bücher, ey. Tristan und Isolde. Nein. Jetzt will ich wissen, von wann ist das? Leute,
1919. Zumindest eine Widmung von 1919. Guck mal, ob wir hier noch irgendwie. Ja, hier steht so jetzt nichts mehr. Vielleicht hinten noch. Also steht ja immer am Anfang oder am Ende eines Buchs. Nein, hier ist auch wieder eine Widmung, die mache ich halt weg. Die bekommt keiner zu sehen. Das ist doch immer mega geil, echt Leute. Und sowas liegt hier einfach rum und passt auf, wenn das funktioniert jetzt. Hat man es gesehen? Schlechte Idee. Steinbücher. Das sind doch. Das gehört echt in ein Museum. Das gehört in ein Museum. Das ist uralt. Die drei Lieben der. Irgendwas mit Boss oder so. Von. Ich glaube, die sind so alt, die haben nicht mal eine Jahreszahl. Keine Ahnung, ich komme gerade nicht klar. Ich komme gerade nicht klar. Ich finde das. Oh, das ist ein Privat. Ach ja, hier. Da hat man. Das war. Also, diese Schrift kann ich nicht lesen, ne? Überhaupt nicht. Aber da hat man scheinbar ja Buch geführt über die Zimmer hier, über die Gäste. Ja, also so sieht es lange nicht mehr aus. So sah es aber mal aus. Ist das krass? Wie schön auch der Balkon mal war. Und wie krass wie krass sich die Natur hier einfach alles zurückholt. Jetzt mal ein bisschen. Ja, ich habe eigentlich keine Lust drauf gesehen zu werden, aber okay, es ist verschlossen. Kannst du aufschließen und schließen wir es wieder ab. Wenn ich zurückkomme und zurückkehre in die reale Welt, von meiner Zeitreise zurückkehre. So. Diese alten Retro-Sachen, diese alten Gardinen da übrigens, wenn die jetzt noch was Frotti sind, dann falle ich vom Glauben ab. Hier sind es aber nicht. Da hatte meine. Ach, hier. Ist noch eine Stecknadel drin, sieht man das? Ah, okay, fixiert halt. Meine Oma hatte genau die gleiche, aber aus Frotti. Tatsächlich aus Frotti. Und das weiß ich aus meiner Kindheit. Jetzt sieht man es aber so nicht. Blendet zu stark. Ich gehe mal näher angucken. Das, ja, mit diesen Rüschen, dieser ganze Kram, das war so Mitte, Ende 80er irgendwie modern. Das fand ich ganz gruselig damals schon. Fand ich richtig, richtig hässlich. Hatte meine Mutter. Ich fand es ganz schlimm. Was ich aber geil finde, ist dieser Stuhl. Hammer. Ich finde es so schade, weil eigentlich hat das ganze Ding noch eine gute Konsistenz irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so. Also wie gesagt, ich habe auch echt recherchiert und geguckt, ob es vielleicht irgendwo zum Verkauf angeboten wird. Also das habe ich zumindest geguckt. Wird es aber nicht. Also, ja, keine Ahnung. Frag mich, warum nicht. Also da kann man echt noch was draus machen hier aus dem Ding. Guckt euch bitte mal da hinten diese Bilder an. Da diese Schränke, ist ja wohl unfassbar, was hier echt noch an Werten steht. Und es steht trocken. Also es steht trocken. Das sieht nicht mal aus, als wenn hier irgendwie ein Holzwurm drin wäre. Das Einzige, was wahrscheinlich irgendwann mal runterkommt, ist das Dach, obwohl selbst das halt noch relativ gut aussieht, aber nee, das sieht alles gut aus. Also ich, ja, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum sowas Tolles hier einfach zurückgelassen wird. Das ist echt, keine Ahnung, komme ich schon wieder überhaupt nicht mehr klar. Finde ich doof. Finde ich richtig doof. Ja. Da oben wurde versucht, irgendwie das Fenster mit einem Bild irgendwie noch zu kitten. Hier unten ist noch da so ein uralter Schulranzen. Also der ist ja wirklich mal, keine Ahnung,
Der gehört auch ins Museum. Ich glaube, der hat 100 pro Sammlerwert. Da ist ein uraltes altschlaraffisches Sommerfest Heidelberger. 42. Was ist denn hier los? Also es fühlt sich echt gut an. Ich mag das. Also wer meine Videos hin und wieder guckt, weiß, dass ich es hasse, irgendwo auf Böden rumzulaufen. Aber hier ist das echt easy. Also hier ist das, fühlt sich alles so gut an, so fest. Ich hoffe, dass der Schein nicht trügt. 2. Mai 1902. Könnt ihr das sehen? 2. Mai 1902. Wahnsinn. Wie gesagt, dieser echt, der ist total, weiß ich nicht, der ist beklebt mit hier Tick, Trick und Track. Hier sind die Tick, Trick. Sprachspastik fängt wieder an. Aber der ist irre alt. Also ich weiß noch, als ich eingeschult wurde, gab es auch diese Verschlüsse auf jeden Fall. Die muss man irgendwie so, ja genau, das hat man so rübergeschoben und dann rastete das ein. Und es war halt extrem doof, das wieder, oh Gott, zu öffnen. Frühlingslied, die Luft ist blau, das Tal ist grün, die kleinen Maiglöckchen blühen. Ja, hier ja nicht mehr, ne? Also der Herbst kommt ja mit großen Schritten. Ja, so, das packe ich gleich wieder da rein. Aber ich will es nicht zerknittern, deswegen fühle ich erstmal weiter und dann packe ich es da gleich wieder rein. Also hier liegt jede Menge Kram rum, das kommt aber von den Dachpfannen halt. Ich möchte mir unbedingt da hinten das Bild noch angucken. Vielleicht schneide ich meinen Schleichweg auch raus. Ich hätte nur das Bild so als am Ende einfügen. Ach Leute, guckt euch das mal an. Steht, also wie gesagt, der andere Schrank noch. Das da hinten sieht aus, als wenn da mein kleines Extrazimmer gewesen wäre oder so. Ich weiß es nicht. Aber sieht halt auch eher eigentlich nach Lager aus. Ja, Lagerräume. Es ist halt doof, man weiß nicht, was unter dem Teppich ist. Deswegen gehe ich doch nicht mehr darauf. So, das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist ein weißer, bärtiger Mann mit weißem, ja doch, ich glaube, man sieht es, ich brauche das nicht erklären. Das ist mit Sicherheit auch, auch wenn es so ein Kunstdruck sein sollte, das ist wahrscheinlich so alt, dass das echt noch was wert ist. Das finde ich auch irgendwie witzig, diese die Nachtschränke, wie die da gestapelt sind. Ja, es ist so irre warm. Ich gehe jetzt, weiß ich nicht, mache noch ein, zwei Fotos und dann bin ich ja erstmal wieder runter, das Blatt noch einpacken, also dieses Liederblatt und dann geht's wieder runter und auch bald nach Hause. Also ich werde das auf jeden Fall verpixeln, aber ich habe hier gerade eine Verbrauchsabrechnung gefunden, also eine Jahresverbrauchsabrechnung habe ich gefunden von 89 und einen Zahlungsplan für 1990. Dann fand ich gerade noch super interessant irgendwie. Also ich würde, wie gesagt, das komplette Bild verpixeln müssen, das geht nicht anders. Aber irgendwo war hier noch was, genau, vom Amtsgericht wegen so Testament, Wohnheim, Haft, so Herr so und so. So und so vom 12.12.72. Ein Testament praktisch. Ja. Und hier Rechnung nach Einkommensteuer. Einkommensteuerbescheid von 89. Hatte ich irgendwo noch. Der Erblasser ist am 10.10.72 in Blablabla gestorben, wie sich aus der bei den aktenpfündlichen Sterbeurkunde ergibt. Das 7.7.72 zur besonderen Verwahrung angenommen. Das Testament wurde aus der Verwahrung genommen. Das Testament war mit dem Siegel des
Notars, bla bla bla, also ne, Doktor so und so, aus so und so verschlossen. Und dann geht es halt so weiter. Der Verschluss war unversehrt, der Umschlag wurde geöffnet, einschließlich der Verfügung, einschließlich der Niederschrift über die Errichtung. Die Verfügung von Todeswegen ist datiert auf den 6.7.1972. Krass. Zu dem Nachlass gehören irgendwie nichts. Krass. So, Leute, ich packe jetzt echt zusammen. Irgendwie wird mir das hier... Ich glaube, dass nämlich doch irgendjemand im Haus ist und ich mache mich jetzt hier definitiv weg. Jetzt im Nachhinein betrachtet, selbst beim Schnitt des Videos, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganze Zeit, circa drei Stunden, in denen ich da war, noch jemand mit im Haus war.